10.422 zu 55. Hertha wirkt mit den Kräften am Ende. Immer wieder bleiben die Berliner nach kleinen Fouls lange am Boden. Die Wege werden angesichts des Spielstands natürlich auch immer länger. 10.322 zu 54. Pascal Britt humpelt vom Feld. Für ihn ist nun Fabian Lustenberger dabei, 10.322 zu 54. Einwechslung bei Hertha BSC Bindestrich größer als Fabian Lustenberger, 10.322 zu 53. Auswechslung bei Hertha BSC Bindestrich größer als Pascal Britt, 10.022 zu 52. Ist dieses 3:2 bereits das entscheidende Tor gewesen? Zu voreilig sollte man nicht sein, das hat man gestern in Dortmund gesehen. Allerdings ist Hertha nach wie vor in der Offensive harmlos. Aber viele Chancen brauchen sie ja nicht, das haben die Berliner schon gezeigt. 9.922 zu 51 für Hertha gibt es den nächsten Nackenschlag. Pascal Britt humpelt und zeigt an, dass er nicht mehr weitermachen kann. 9.822 zu 49 Tor für Bayern München. 2:3 durch Kingsley Coman, die Bayern führen wieder. David Alaba bekommt den Ball an der rechten Seite, findet aber keine Anspielstation. Da geht er am gesamten Hertha-Strafraum entlang, ehe er zu Joshua Kimmich passt. Der Linkswertiger flankt in die Mitte. Dort verlängert Leon Goretzka per Kopf an den linken Pfosten. Robert Lewandowski steht dort und lupft den Ball über den herauseilenden Rune Jahrstein zurück in die Mitte. Ein Meter vor der Torlinie steigt Kingsley Coman hoch und köpft die Kugel im Gewusel über die Linie. 9.622 zu 48. Der Fehler vor dem 2:2 scheint Spuren bei Hummels hinterlassen zu haben. Anstatt einen harmlosen Ball ruhig zu klären, köpft der Innenverteidiger die Kugel wuchtig ins Aus zur Ecke. Erzeugt keine Gefahr. 9.522 zu 47. Jetzt könnte Hertha mal kontern. Ein Befreiungsschlag landet bei Selke, der weiterleitet zu Skelbrett. Bayern ist weit aufgerückt, insofern könnte der Norweger Tempo machen. Er wird aber von Schiedsrichter Schmidt zurückgepfiffen, weil er den Ball mit der Hand mitgenommen haben soll. Es war aber nicht die Hand, sondern die Brust. Entsprechend sauer sind Selke und Skelbrett. 9.422 zu 45. Rodriguez schickt Ribery auf dem linken Flügel. Dem Franzosen rutscht aber der Ball beim Flankenversuch über den Spann. So hat Jahrstein kein Problem, die Kugel unter sich zu begraben. 9.322 zu 44. Dennoch ist es dasselbe Bild wie zu Beginn der zweiten Hälfte der regulären Spielzeit. Bayern schnürt Hertha hinten fest, 9.222 zu 43. Ribery heult gegen Klünter die erste Ecke der Verlängerung heraus. Aber Hertha kann den Ball aus dem Strafraum klären, 9.122 zu 41. Los geht's in die Verlängerung, Leon Goretzka hat für Bayern angestoßen, 9.122 zu 41. Anpfiff 1. Halbzeitverlängerung, 9.022 zu 38. Zwischenfazit, auch Bayern muss nachsitzen. Nach Maximilian Mittelstädts früher Führung und der schnellen Antwort von Serge Gnabry im ersten Durchgang legten die Bayern kurz nach Wiederanpfiff nach. Erneut traf Serge Gnabry, drehte somit das Spiel. Die Münchener hatten alles im Griff, verpassten es aber, das 3:1 nachzulegen. So ermöglichte ein schwerer Fehler von Mats Hummels, dass Hertha mit dem zweiten Torschuss der Partie durch Davy Selke zum 2:2 ausgleichen konnte. München ist überlegen, aber Berlin ist gnadenlos effizient. Eine spannende Verlängerung steht bevor, 9.022 zu 34. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. 2 Minuten haben beide Mannschaften noch Zeit, die Verlängerung abzuwenden. 9.022 zu 34. Offizielle Nachspielzeit, Minuten, 29.022 zu 34. Der Franzose ist gleich mittendrin.
Ribéry legt das Leder von der Grundlinie zurück zum linken Strafraumeck. Dort flankt sein Landsmann Kommen an den zweiten Pfosten. Lewandowski nimmt den Ball Volley, aber der Winkel ist zu spitz und somit ist der Schuss kein Problem für Jahrstein. 8.922:33. Der bisherige Mann des Abends hat Feierabend. Robert Kovac nimmt Serge Gnabry vom Feld und bringt stattdessen Frank Ribéry. 8.922:32. Einwechslung bei Bayern München Bindestrich größer als Frank Ribéry. 8.922:32. Auswechslung bei Bayern München Bindestrich größer als Serge Gnabry. 8.622:32. Die letzten Minuten laufen. Können die Bayern die Verlängerung verhindern? In Anbetracht der nächsten Wochen würden sich die Münchner die zusätzliche halbe Stunde sicher gerne sparen. In zwei Wochen wartet Liverpool und am Samstag geht es nach Schalke. Haushalten mit den Kräften ist dort angesagt. Aber vielleicht trifft ja auch Hertha. Die Berliner würden eine Pause vor dem Spiel gegen Gladbach sicherlich ebenfalls gutheißen. 8.422:28. Koeman hat einen Krampf. Gelbre dient das Bein des Müncheners, für den es weitergehen wird. Ein kurzes Abklatschen und weiter geht's. 8.322:27. Hertha lässt zum ersten Mal einen Torschuss an diesem Abend ungenutzt. Der gerade eingewechselte Lukas Klünter ist direkt im Fokus. Der ehemalige Kölner hat auf der rechten Seite etwas Platz, geht in die Mitte und schießt. Der Schuss ist nicht platziert und kein Problem für Sven Ulreich. 8.122:26. Der zweite Wechsel von Pal Dardai ist vollzogen. Lukas Klünter ersetzt Salomon Kalou. Damit wird die Ausrichtung defensiver. 8.122:25. Einwechslung bei Hertha BSC Bindestrich größer als Lukas Klünter. 8.122:24. Auswechslung bei Hertha BSC Bindestrich größer als Salomon Kalou. 8.122:24. Rodriguez lässt die Riesenchance liegen. Das hätte die Führung für die Bayern sein müssen. Alaba flankt von der linken Seite vor die Abwehr in die Mitte. Dort steht Rodriguez rund 7 Meter vor dem Tor ganz frei, kann sich aber nicht entscheiden, wie er den Ball in die Maschen boxieren möchte. Er entscheidet sich für das linke Knie. Das ist eine schlechte Wahl. Der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. 7.922:23. Rodriguez chippt den Ball über die Berliner in den Strafraum. Gnabry rauscht heran, trifft den Ball aber nicht richtig. Jahrstein begräbt die Kugel unter sich. 7.922:22. Bei Hertha bereitet sich Lukas Klünter auf einen Einsatz vor. Pal Dardai wird also die Defensive weiter stärken wollen. 7.722:21. Mittelstädt checkt Kimmich sehr rustikal an der Grundlinie weg. Der Bayern-Rechtsverteidiger klatscht in die Bande. Schiedsrichter Schmidt zeigt aber an, dass alles im Rahmen war. Kimmich protestiert auch nicht und nimmt die gereichte Hand von Mittelstädt an. 7.622:20. Die Schlussviertelstunde ist angebrochen. Kann ein Team noch in der regulären Spielzeit das Duell entscheiden? Oder wird wieder eine Verlängerung nötig? 7.522:19. Gute Chance durch Rodriguez. Der Kolumbianer wird von der linken Seite von Koeman angespielt, legt sich das Leder auf den rechten Fuß und zieht ab. Der Ball geht am rechten Pfosten vorbei. 7.322:18. Hertha steht tief und lässt die Bayern kommen. Aber die Gegenstöße wirken jetzt wieder gefährlicher als noch vor wenigen Minuten. Bayern kann schließlich nicht mehr ganz tief stehen und muss selbst etwas mehr riskieren. 7.122:15. Aber jetzt kommen die Bayern wieder. Gnabry flankt in die Mitte, aber Ricky kann per Kopf vor Lewandowski klären. 7.022:14. Auf einmal wirken die Bayern verunsichert.
Erst leistet sich Koeman einen haarsträubenden Fehlpass im Mittelfeld, dann passt auch der bisher beste Münchner Gnabry den Ball irgendwo ins Nirgendwo. Hummels Blackout hat die Münchner anscheinend durcheinander gebracht. Der Innenverteidiger ärgert sich selbst am meisten und schüttelt immer wieder den Kopf. 6822 zu 13 Herthas Bilanz, 2 Torschüsse, 2 Tore. Selkes Bilanz, 1 Ballkontakt, 1 Tor. Das nennt man dann wohl gnadenlose Effizienz. 6722 zu 10 Tor für Hertha BSC, 2 zu 2 durch Davy Selke. Ein Riesenfehler von Mats Hummels bringt Hertha zurück ins Spiel. Der Weltmeister serviert der Hertha den Ausgleich auf dem Silbertablett. Valentino Lazzaro flankt von der rechten Seite nach innen. Dort steht Mats Hummels und hätte alle Zeit, den Ball anzunehmen. Stattdessen möchte er per Kopf zu Sven Ulreich zurücklegen. Der Pass gerät aber viel zu kurz. Davy Selke geht dazwischen, umkurvt Sven Ulreich und schiebt locker ein. 2 zu 2, 6522, 09. Die auffälligsten Herthaner sind derzeit die Fans in der Ostkurve. Unermüdlich peitschen die Zuschauer ihre Mannschaft nach vorne. Auf dem Platz haben nach wie vor die Bayern das Sagen. 6422, 08. Pal Dardai wechselt das erste Mal. Kapitän Vedat Ibišević konnte heute wenig Akzente setzen und hat jetzt Feierabend. Für ihn kommt Davy Selke in die Partie. 6422, 07. Einwechslung bei Hertha BSC Bindestrich größer als Davy Selke. 6422, 07. Auswechslung bei Hertha BSC Bindestrich größer als Vedat Ibišević. 6222, 06. Wieder dribbelt kommen Lazzaro aus, wieder flankt der Franzose in die Mitte, aber wieder ist Jahrstein zur Stelle und fängt den Ball. Koeman spielt momentan mit Lazzaro Katz und Maus. 6022, 04. Ein überragender Pass von Gnabry geht über 15 Meter an allen Herthanern vorbei in den Strafraum. Dort kommt Kimmich heran und legt die Kugel in die Mitte. Lewandowski kommt einen Schritt zu spät und Jahrstein hat den Ball. 5822, 03. Die Bayern haben über 70% Ballbesitz. Das Spiel findet fast ausschließlich in der Hälfte der Berliner statt. Dabei hat Hertha ja eigentlich bereits gezeigt, dass es auch anders laufen kann. Aber dafür bräuchte es den Mut der Anfangsphase. Stattdessen macht Bayern das unglaublich routiniert und clever. 5622, 01. Lazzaro gewinnt ein ganz wichtiges Laufduell, Gnabry spielt einen weiten Laufpass auf Koeman. Der Franzose zündet den Turbo. Aber Lazzaro sprintet ebenfalls, stellt Koeman den Weg zu, kann das Leder als erster erreichen und weghauen. Das war wichtig für die Hausherren, sonst wäre Koeman alleine vor dem Tor gewesen. 5521 zu 58. Wieder wollen die Bayern einen Elfmeter haben, dieses Mal ist Alaba im Strafraum zu Boden gegangen. Allerdings hat er genauso am Trikot von Stark gezogen, wie der Herthaner an seinem. Schiedsrichter Schmidt bestraft keines der Textilfouls und lässt weiterspielen. 5421 zu 57. Wo bleibt die Reaktion der Hertha? Weiterhin spielt nur Bayern nach vorne. 5221 zu 56. Koeman tanzt Lazzaro aus und flankt in die Mitte. Das klärt Stark zur Ecke. Die bringt Bayern nichts ein. 5021 zu 55. Goretzka hat sich wehgetan und wird am Spielfeldrand behandelt. Er ist von Grujic und Rekik bei einem Kopfballduell in die Mangel gekommen und sowohl von vorne als auch von hinten angesprungen worden. Es geht aber weiter für den Münchener. 4921 zu 52. Tor für Bayern München, 1 zu 2 durch Serge Gnabry. Es ist der Abend des Serge Gnabry. Mit nur 3 Pässen hebeln die Bayern die Hertha-Abwehr aus. Robert Lewandowski spielt rechts raus zu James Rodriguez, der sofort weiterleitet in den Strafraum.
Dort rauscht Serge Gnabry heran und vollendet ganz trocken mit dem rechten Vollspann ins linke Eck. Damit hat Gnabry mit seinen beiden Toren das Spiel gedreht. 4.821:52 Bayern baut geduldig auf, Hertha bleibt zunächst zurückgezogen in der eigenen Hälfte, 4.621:50 weiter geht's im Olympiastadion. Leon Goretzka hat für die Bayern angestoßen. Wechsel gab es zur Pause keine, 4.621:49 an Pfiff 2. Halbzeit 4.521:32 Halbzeitfazit ohne Nachspielzeit schickt Schiedsrichter Markus Schmidt die Teams beim Stand von 1:1 zwischen Hertha und Bayern in die Pause. Es ist eine intensive und spannende Partie. Von Beginn an gab es kein Abtasten, stattdessen überschlugen sich die Ereignisse in der Anfangsphase. Nach 2 Minuten wollte Bayern einen Elfmeter haben, nachdem Leon Goretzka im Strafraum zu Fall kam. Direkt im Gegenzug brachte Maximilian Mittelstädt Hertha mit 1:0 in Führung. Es dauerte nur 4 Minuten, bis Serge Gnabry mit dem ersten Abschluss der Bayern ausgleichen konnte. Insbesondere Serge Gnabry war bisher ein Aktivposten der Bayern. Der 23-Jährige wirbelte immer wieder die Berliner Abwehr durcheinander und prüfte mehrere Male Rune Jahrstein. Von Hertha kam nach der druckvollen Anfangsphase nicht mehr viel. Bayern ist die bessere Mannschaft, Hertha hat aber gezeigt, wie es klappen könnte, den Favoriten zu stürzen. Es bleibt also spannend. Bis gleich, 4.521:31 Die Bayern sind besser und drücken auf das 2:1. Aber Hertha beißt und kämpft um jeden Meter. Noch geht es gut für die Berliner, 4.421:30 Alaba flankt scharf in den Hertha-Strafraum. Stark kann den Ball vor Lewandowski abfangen. Das Leder gelangt an die Strafraumkante. Von dort zieht Rodriguez ab, schießt die Kugel aber über die Latte, 4.321:29 Jetzt macht Thiago mal spielerisch auf sich aufmerksam, der Spanier zieht an der linken Strafraumkante nach innen und spielt quer zu Gnabry, der direkt ablegt zu Goretzka. Der 24-Jährige hat aber keine direkte Schussposition, möchte zurücklegen und verliert dabei den Ball. 4.121:28 Thiago fordert eine gelbe Karte für Grujic. Der Herthaner rempelt den Münchner im Mittelfeld um. Eine gelbe Karte war das aber nicht. Auch wenn es schon das zweite Foul des Serben gewesen ist, 3.821:25 wieder wollen die Bayern Elfmeter haben, aber in dieser Situation ist die Bewertung eindeutig, Rodriguez schießt Lazaro den Ball aus 1 Meter an die Hand. Da hatte der Herthaner noch nicht einmal die Zeit für eine unnatürliche Handbewegung. Rodriguez fordert sofort den Videobeweis. Den gibt es allerdings im Achtelfinale noch nicht, 3.821:23, Gnabry läuft Mittelstädt auf und davon und dringt in den Strafraum ein. Seine Flanke gerät aber zu weit. Kein Münchener kann den Ball erreichen, 3.621:22, der Freistoß kommt in den Strafraum, aber Stark steigt hoch und kann die Kugel aus der Gefahrenzone köpfen, 3.521:21, Koeman bekommt einen Freistoß an der Strafraumkante zugesprochen. Der Franzose kam im Laufduell mit Grujic zu spät. Der Ball war gar nicht in der Nähe, 3.321:20 vom aktuell torgefährlichsten Münchner in der Bundesliga, Leon Goretzka, ist bisher noch nicht viel zu sehen. Der deutsche Nationalspieler hat in den letzten 3 Bundesligaspielen 4-mal getroffen und ist damit erfolgreichster Torschütze der Rückrunde. Bisher ist er nur durch eine vermeintliche Schwalbe, die allerdings keine war, aufgefallen. 3.121:18 Hertha kommt nicht gefährlich in die Hälfte der Bayern, geschweige denn vor das Tor von Sven Ulreich.
Das strukturierte Pressing der Anfangsphase lässt Berlin mittlerweile vermissen. 2921 zu 15 Bayern hat mittlerweile ein deutliches Übergewicht entwickelt. Alle Herthaner stehen um oder in der Nähe des eigenen Strafraums. Alaba flankt scharf flach von der linken Seite in die Mitte und hofft dort Lewandowski zu finden. Aber Stark steht genau richtig und kann die Kugel raushauen. 2721 zu 13 Gelbrit setzt Lazaro in Szene. Im Duell der Österreicher mit Alaba setzt sich der ehemalige Salzburger durch, indem er auf den Ball tritt und sich um die eigene Achse dreht. Dann legt Lazaro zurück auf Grujic, der in die Mitte flankt. Ulreich steigt hoch und fängt die Kugel. 2621 zu 12 Gnabry gegen Jahrstein, das ist das Duell des Abends. Jetzt heißt der Sieger wieder Jahrstein. Gnabry zieht von der linken Seite in die Mitte und zieht dann ab. Der Ball fliegt in Richtung rechtes untere Toreck. Jahrstein taucht ab und kann den Ball parieren. 2521 zu 11 Gelbrot muss kurz behandelt werden, nachdem er den Ball direkt ins Gesicht bekommen hat. Es wird aber weitergehen für den Norweger. 2421, 09 kommen schickt Alaba auf dem linken Flügel. Der Österreicher flankt nach innen, dort verpassen aber alle Bayern-Akteure und Hertha kann sich befreien. 2121, 07 Serge Gnabry ist bisher eine große Bereicherung im Bayern-Spiel. In Leverkusen kam der 23-Jährige erst zur Schlussviertelstunde. Heute zeigt er, was er drauf hat, wenn er von Beginn an ran darf. 2021, 06 wieder Gnabry und fast hätte es wieder geklingelt. Der ehemalige Hoffenheimer und Bremer dribbelt sich über rechts wieder in den Strafraum und zieht dann wuchtig mit rechts ab. Das Leder kommt auf das kurze Eck, aber Jahrstein ist auf dem Boden und kann die Kugel um den Pfosten lenken. Bei der anschließenden Ecke köpft Hummels am Tor vorbei. 1821, 05 Während Hertha darauf bedacht ist, die Räume dicht zu machen, spielt Bayern bei Ballbesitz der Berliner mit einer konsequenten Manndeckung. Damit kommen die Hauptstädter in dieser Phase des Spiels nicht wirklich zurecht. Hertha hat kaum Ballbesitz. 1621, 03 Fast hätten die Bayern das Spiel gedreht. Hummels zieht aus rund 25 Metern einfach ab. Das Leder fliegt wie ein Strahl durch die Luft und wird von Lewandowski noch abgefälscht. Jahrstein war schon in die rechte Ecke unterwegs. Der Ball fliegt aber durch das Abfälschen nach links und geht knapp am Pfosten vorbei. 1521, 01 Hertha steht bei Ballbesitz der Bayern tief in der eigenen Grundordnung. Den Gästen fällt wenig ein, wie sie die Reihen knacken können. Stattdessen verlieren sie oft den Ball. Daraus kann Hertha bisher aber kein Kapital schlagen. Immer wieder ist nach einem Ballgewinn das Leder wieder schnell weg. 1421, 00 Es ist ein richtiger Pokalfight. Die Spieler kämpfen teils am Boden liegend um den Ball. Markus Schmidt lässt das Spiel bisher sehr an der langen Leine und ermöglicht so die vielen Gritschen und intensiven Zweikämpfe. 1320 zu 59 Hertha versteckt sich nach wie vor nicht. Pal Dardai hat im Vorfeld angekündigt, dass die Berliner das Spiel gerne nach 90 Minuten entscheiden wollen. Das machen sie deutlich. Aber die Münchner Abwehr steht aktuell sicher. 1020 zu 56. Die Bayern sind schon wieder im Vorwärtsgang unterwegs. Koeman holt eine Ecke heraus. Die bringt Rodriguez in die Mitte. Hummels steigt hoch und kann den Ball an den 5-Meter-Raum legen, wo Lewandowski lauert, das Leder aber nicht erreichen kann. Plattenhardt kann klären. 820 zu 55 die knapp 75.000 Zuschauer, die heute ins Olympiastadion gekommen sind, werden den Kauf ihrer Eintrittskarte sicher nicht bereuen.
was für ein Pokalabend bisher, 720 zu 53 Tor für Bayern München, 1 zu 1 durch Serge Gnabry, die Bayern schlagen sofort zurück. Serge Gnabry kann für den Rekordsieger ausgleichen. Den Treffer leitet er selbst ein, indem er auf der rechten Seite zu Joshua Kimmich zurücklegt. Der deutsche Nationalspieler flankt in die Mitte zu Robert Lewandowski, der den Ball an die rechte Strafraumkante legt. Dort rauscht Serge Gnabry heran und versenkt das Leder unnachahmlich per Dropkick ins kurze Eck zum 1:1. Rune Jahrstein ist absolut chancenlos, 420 zu 53, Niko Kovac ist stinksauer. Er hätte gerne für das vermeintliche Foul an Leon Goretzka einen Elfmeter gesehen. Stattdessen sieht er einen frühen Rückstand, 320 zu 49 Tor für Hertha BSC, 1 zu 0 durch Maximilian Mittelstädt, Traumstart für die Hertha durch Maximilian Mittelstädt. Das geht aber auch unglaublich einfach. Rune Jahrstein schlägt den Abstoß aus dem eigenen Strafraum in die Hälfte der Bayern. Vedat Ibišević verlängert per Kopf auf Maximilian Mittelstädt. Der 21-Jährige legt in die Mitte zu Salomon Kalou, der sofort zurückpasst. Mit Schwung zieht Maximilian Mittelstädt von der Strafraumkante aus mit rechts ab und versenkt die Kugel im linken Toreck. 1 zu 0 für Hertha, 220 zu 48, gelbe Karte für Leon Goretzka, Bayern München. Die erste knifflige Szene der Partie, Serge Gnabry steckt durch die Hertha-Schnittstelle der Abwehr zu Leon Goretzka durch. Der ehemalige Schalker wird von Karim Rekik leicht am Fuß getroffen. Schiedsrichter Marco Schmidt ist sich nicht nur sicher, dass es kein Elfmeter gewesen ist, sondern zeigt sogar noch die gelbe Karte für eine Schwalbe. Ob es ein Elfmeter war, ist diskussionswürdig. Eine Schwalbe und gelbe Karte war es definitiv nicht. 120 zu 47, die Hertha beginnt mit viel Zug zum gegnerischen Tor. Maximilian Mittelstädt luchst Joshua Kimmich den Ball ab und legt in die Mitte. Dort startet Salomon Kalou. Der Ivoir hat nur noch Mats Hummels vor sich, aber der deutsche Nationalspieler bleibt cool, streckt das rechte Bein aus und kann den Ball abfangen. 120 zu 46, Vedat Ibišević hat für die Hausherrin angestoßen. Der Ball rollt im Olympiastadion, 20.45 Uhr, bevor das Spiel wird in Gedenken an Rudi Assauer eine Schweigeminute gehalten. Der langjährige Manager von Schalke 04 ist heute im Alter von 74 Jahren verstorben, 20.43 Uhr geleitet wird das Spiel von Marco Schmidt. Für den Stuttgarter ist es das erste Pokalspiel in dieser Saison. In der Bundesliga war der Personalleiter bereits beim 4:2 der Hertha gegen Mönchengladbach im Einsatz, ein Spiel mit Beteiligung der Bayern hat der 45-Jährige in diesem Jahr noch nicht bestritten. Unterstützung bekommt Marco Schmidt an den Seitenlinien von seinen Assistenten Tobias Reichel und Frederik Asmuth, 20.43 Uhr. Die Hertha-Fans haben eine Choreografie vorbereitet und empfangen stimmungsvoll die Mannschaften, die in diesem Moment den Rasen betreten. Sie wollen die Bayern anscheinend hypnotisieren. Ein großer Kringel ziert die Ostkurve und wird gedreht. Darüber steht, Hertha ist...